Salam alaikum, liebe Geschwister. Das Thema der heutigen Freitagspredigt will uns darauf aufmerksam machen, was Klatsch und Tratsch bedeuten. Liebe Geschwister, der Hang zu Klatsch und Tratsch ist eine sehr schlechte Angewohnheit und drückt einen Defekt in der menschlichen Verbindung mit der umgebenden Realität aus und ist auch Ausdruck von illusorischen Gedanken und dem drängenden Bedürfnis zu reden, gleich ob es sinnvoll sein mag oder nicht. Viele derjenigen Menschen, die gerne tratschen, sind eher Maulhelden und keine Freunde der Tat. Oft führt das sinnlose Gerede zu ebenfalls sinnlosen Streitigkeiten und negativen Gefühlen. Amr bin Yasir, Friede sei mit ihm, berichtete, dass der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam sagte: Die Länge des Gebetes eines Mannes und die Kürze seiner Predigt sind ein Zeichen seines Verstandes. Also verlängert das Gebet und verkürzt eure Rede. Überliefert von Muslim. Ebenfalls von Sahih Muslim überliefert ist, dass das gemeinschaftliche Gebet des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam zeitlich ausgeglichen war, nicht besonders lang und auch nicht besonders kurz. Und die Freitagspredigt wurde vom Heiligen Koran als Gebet genannt. Dies geht aus dem Vers 9 der Sura al-Jumu'ah hervor. Dort heißt es: O die ihr glaubt, wenn zum Gebet gerufen wird am Freitag, dann eilt zu Allahs Gedenken und lasst das Kaufgeschäft. Das ist besser für euch, wenn ihr wisst. Das Freitagsgebet ist eine Anbetung, zu deren Vollständigkeit das Hören der Predigt gehört. Diese stellt einen intensiven Appell des Imams an die Zuhörer dar. Im Anschluss wird das Gehörte mit dem eigentlichen Gebet verarbeitet. Der Zuhörer der Predigt verhält sich passiv und im anschließenden Gebet aktiv. Deswegen ist es für den Prediger empfohlen, die Predigt eher kurz zu halten, dafür das Gebet nicht zu schnell zu beten. Jabir bin Abdullah, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte: Diejenigen, die das beste Benehmen besitzen, sind diejenigen, die ich am stärksten liebe und die am Tage des Gerichts mir auch am nächsten sind. Und diejenigen, die ich am meisten verabscheue und die am Tage des Gerichts am weitesten von mir entfernt sind, das sind die Schwätzer und die Großmäuler und diejenigen, die den Hals recken. Als der Prophet dies sagte, fragte ihn ein Mann: O Gesandter Allahs, wir wissen schon, was Schwätzer und Großmäuler sind. Aber wer sind die, die den Hals recken? Er antwortete: Es sind die Hochmütigen. Überliefert von Tirmidhi. Eines Tages kam Omar, Allahs Segen und Heil auf ihm, in die Moschee in Medina und fand Muaz bin Jabal weinend am Grab des Propheten. Er fragte ihn, warum er weine. Muaz antwortete: Ich weine wegen etwas, was ich vom Gesandten Allahs gehört habe. Ich hörte ihn seinerzeit sagen: Schon ein bisschen Prahlerei ist eine Form der Götzendienerei, und wer sich feindlich gegenüber dem Diener Allahs zeigt, dem hat Allah den Krieg erklärt. Allah liebt wahrlich diejenigen, die rechtschaffen und fromm sind, diejenigen, die, wenn sie abwesend sind,
nicht vermisst werden und wenn sie anwesend sind, auch nicht bemerkt werden. Ihre Herzen sind Lichter der Rechtleitung und sie kommen aus jeder Prüfung und Schwierigkeit mit Zuversicht heraus. Überliefert von Ibn Majah und Al-Bayhaqi. Liebe Geschwister, unser Scheich ruft uns heute mit dieser Predigt dazu auf, mehr bereit zu sein, auf dem Wege Allahs zu tun und seine Zunge besser im Zaume zu halten. Liebe Geschwister, ich darf euch auch dazu einladen, morgen nach dem Salat al-Murib hier euch in der Moschee zu versammeln, zur Mitgliederversammlung nach dem Salat al-Murib. Und ich würde mich freuen auf eine rege Teilnahme. Ich sage dies und bitte Allah um Vergebung.